Ja, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen heute zum performativen Gespräch im Ausstellungsjahr oder im Ausstellungshalbjahr Domänik Dimensional. Ich bin die Simone Egger vom Institut für Kulturanalyse von der Universität Klagenfurt. Und das ist eben heute unser Beitrag, unser kulturanalytischer Zugang zu der Ausstellung, zu der Person. Es ist ein Gespräch über das Biografische, was wir heute machen wollen. Und ich freue mich sehr, dass jetzt doch sich so eine ganz unterschiedliche Runde zusammengefunden hat. Dazu sage ich auch gleich nochmal was. Vorweg würde ich auch nehmen, es wird heute gefilmt, auch als Dokumentation für das Domänik-Jahr. Der Thomas Feichter filmt mit und die Dagmar Rauchensteiner wird auch mich vor allen Dingen aufnehmen, beziehungsweise hat auch noch ein Mikro dabei für Radio Agora. Also wenn das jemand auch überhaupt nicht will, dann bitte da Bescheid geben. Ja, es ist ein Besprechen dieses Hauses im wahrsten Sinne des Wortes und ich freue mich sehr, dass ich im Rahmen auch dieser Veranstaltungsreihe die Möglichkeit habe, mich mit diesem besonderen Ort auch auseinanderzusetzen. Ich fand es immer schon sehr faszinierend und dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, hier drin zu sein und uns zu bewegen. Wir haben, glaube ich, auch eine gute Mischung von Leuten hier von vor Ort, vom Architekturhaus, natürlich auch die Raffaela Lackner, von meinen Kolleginnen und Kollegen, von der Kulturanalyse und auch vom Vorstand vom Architekturhaus, also so vom kulturanalytischen Fach, aber auch von der Architektur vom Fach und natürlich auch einige Studierende, wobei da vielleicht auch noch ein paar kommen. Wir werden sehen. Ja, ein Leben, so habe ich das auch angekündigt, setzt sich aus Positionen zusammen, die eben gar nicht linear aufeinander folgen, sondern vielmehr von Bruchlinien durchzogen sind. Und die biografische Illusion, schreibt der Soziologe Pierre Bourdieu, ist nun, dass es im Grunde keinen Lebenslauf geben kann, sondern es muss eigentlich vielmehr von Platzierungen und Platzwechseln im sozialen Raum die Rede sein. Ereignisse des Biografischen finden gleichzeitig und immer in Relation zu jeweiligen Zuständen des Feldes statt. Jetzt sind wir hier natürlich noch in einem ganz bestimmten Feld. Und ausgehend von der Architektur der Heft wird es jetzt im Rahmen des Gesprächs um die Gesamtheit der damit verbundenen Positionen gehen, um der Biografie von Bau und natürlich auch vom Baumeister nachzuspüren. Aus einer kulturanalytischen Perspektive werden Architekt und Werk auf ihre soziale Oberfläche hin befragt. Und unser Symposium soll jetzt heute aber kein Vortrag meinerseits sein, sondern eher ein dialogisches Verfahren hier in dem Haus. Eine gemeinsame Suchbewegung, ein Abtasten und auch Ansprechen, so hatte ich mir das vorher so vorgestellt, dieser gebauten Formation, die ja aus verschiedenen Gründen gar nicht so oft zugänglich ist, beziehungsweise jetzt erst auch wieder zugänglich gemacht worden ist. Ja, an der Schnittstelle von situativem Erscheinen und sinnlichem Erleben, dafür müssen ja wir uns auch entsprechend einbringen, um das mit dem Philosophen Jürgen Hasse zu sagen, wird auch die Erfahrung der Heft im Prozess der Bewusstseinsbildung und für die Konstitution von Wissen eine Rolle spielen. Das heißt, auch unser ästhetisches Empfinden, Erleben soll mit angesprochen werden. Das Gespräch wird eben an diesem konkreten Ort hier ansetzen und die Heft aus unterschiedlichen Standpunkten sowohl rational als auch ästhetisch vermessen. Und wie man gleich sehen wird, sind im Raum, damit meine ich jetzt die komplette Anlage, schon zahlreiche Positionen und Setzungen vorhanden, die andere Gruppen, andere Studierende, auch andere Institute, andere Universitäten schon erarbeitet haben. Die haben sich schon eingeschrieben
Und unser kulturanalytischer Beitrag ist jetzt eher, dachte ich mir, es kann, können sich nochmal so Textfelder auf diesen spezifischen Bau hier legen, die sich auch nochmal so dazwischen einschreiben, zwischen die Lücken, die ja durchaus nur gelassen sind. Ja, dieser Versuch, in Dialog mit dem Raum zu treten, in dem wir uns befinden, das ist so etwas, das machen der Lukas Weinig und ich im Zuge unserer Lehrveranstaltungen schon seit einigen Semestern. Er ist auch Architekt und Architekturforscher, ich bin die Kulturwissenschaftlerin und ja, wir bewegen uns eigentlich immer zwischen diesen Themenfeldern so hin und her und fragen auch nach Gemeinsamkeiten, nach unterschiedlichen Perspektiven und so kommen wir an dem Punkt heute auch zusammen. Ja, es ist ein besonderer Ort für die, die auch noch nicht da waren. Andere, wie von der Gemeinde, denen ist er natürlich vertraut. Aber dieses komplexe Gefüge aus einerseits Relikten des Industriezeitalters, dann mit dieser postmodernen Überschreibung, da wäre mir jetzt nicht so vergleichsweise auch bekannt tatsächlich. Und für mich auch erstaunlich war jetzt doch, als ich gestern schon da war, dass man jetzt, nachdem ihr euch natürlich auch so viel Mühe gegeben habt damit vom Architekturhaus, eigentlich fast das Gefühl hat, ja, ist es nicht immer hier so? Ist es hier nicht immer so bespielt? Also man hat gar nicht den Eindruck jetzt mehr, dass jetzt hier irgendwie eine Pause dazwischen war. Ich finde, es hat ein großes Selbstverständnis schon, das Haus, wie das so auftritt. Ja, die Idee ist jetzt tatsächlich, ich mache noch ein bisschen eine Einführung zur Frage des Ästhetischen, der ästhetischen Wahrnehmung und möchte aber gar nicht, dass wir zu lange hier in dem Raum sind, sondern dass dann die Möglichkeit besteht, sich wirklich diese unterschiedlichen Positionen im Haus auch anzuschauen, auch mal wirklich das Haus zu spüren, das wahrzunehmen. Und dann ist die Idee, dass wir ungefähr so in einer halben Stunde im zweiten Stock wieder zusammenkommen. Wir können aber auch hierher wieder gehen, wenn man hier besser sitzen kann. Im zweiten Stock ist der Vorteil, dass es deutlich kühler ist, weil da das historische Mauerwerk mit dem Berg, die Ziegel leiten einfach das Wasser besser. Also die Wasserkühlung ist dort optimal. Und dann habe ich noch einige Inputs und wir wollen aber auch noch mal ins Gespräch kommen, etwas konkreter vielleicht auch zu biografischen Aspekten. Die Frau Peinhopf, die jetzt hier auch Führungen macht, die hat sich schon im Rahmen vom Seminar sehr, sehr intensiv auch beschäftigt und auseinandergesetzt mit der Figur Günter Domenik. Und ihr habt ja auch vor allem über die Heft nachgedacht. Und hier, wir haben gerade gesprochen, der Harald vom Architekturhaus, vom Vorstand, der hat sogar auch noch bei Günter Domenik studiert, was ja auch noch eine sehr interessante Verbindung ist. Ja, Excavating the Future of L.A., Ausgrabungen in der Zukunft von Los Angeles, das ist ein Kapitel in einem Band von Mike Davis, Geograf und Stadtforscher, der sich mit der Stadt Los Angeles beschäftigt hat. Und in einem Kapitel setzt er sich mit einer Stadt auseinander, die es gar nicht mehr gibt. Die besteht eigentlich nur noch aus Ruinen. Die liegt heute vor Los Angeles. Und es wohnen ab und zu eher Leute, die halt vorbeikommen oder die irgendwie obdachlos sind, dort in diesen Ruinen. Und dabei war das mal tatsächlich eine Stadt, bevor Los Angeles diese Stadt wurde, wie sie heute ist. Und es war die kommunistische Idee einer Stadt, Los Angeles. Und deshalb nennt er dieses Kapitel Ausgrabungen in den Ruinen einer Stadt. Und ich habe immer in seinem wirklich sehr umfangreichen Band über Los Angeles das als besonders bemerkenswert gefunden, weil mich das so interessiert hat, was man eigentlich an so besonders spezifischen Orten, ja, an so besonderen Orten, die vielleicht auch nicht immer im heutigen Zentrum liegen, was man daraus eigentlich wieder mitnehmen kann, wenn man sich die anschaut und damit auch eine andere Perspektive einnehmen kann. Weil gerade dieser Kontrast, dieses kommunistische Los Angeles, das nur noch aus so einzelnen Steinen besteht und die heutige Stadt, die sich über eine gigantische Fläche erstreckt,
ja, find ich eine sehr interessante Denkfigur, um auch so einzusteigen, was bedeutet es eigentlich, in der Vergangenheit nach der Zukunft zu forschen, und diese Bewegung, habe ich auch den Eindruck, spiegelt mir dieses Gebäude hier wieder. Ja? Es ist jemand mit der Vergangenheit umgegangen, hat perspektivisch eine Zukunft vielleicht versucht einzufassen. Und jetzt sind wir wieder 20 Jahre später. Wir haben heute schon kurz auf dem Herweg auch geredet über die Frage der Postmoderne. Was ist es, wo befinden wir uns auch jetzt? Das wäre so eine weitere Überlegung. Wir setzen damit auch im Seminar dann im kommenden Wintersemester fort. Aber das ist auch so eine Dauerüberlegung, die uns beschäftigt. Gerade die Architektur produziert in allem, was sie schafft, Atmosphären, konstatiert der Philosoph Gernot Böhme. Architektur ist gerade insofern ästhetische Arbeit, sagt Böhme, als damit immer auch Räume einer bestimmten Stimmungsqualität, als damit Atmosphären geschaffen werden. Gebäude, Innenräume, Plätze, Einkaufscenter, Flughäfen, städtische Räume wie Kulturlandschaften können erhebend sein, bedrückend, hell, kalt, gemütlich, feierlich, sachlich. Sie können eine abweisende oder eine einladende, eine autoritative oder auch eine familiäre Atmosphäre ausstrahlen. Der Besucher und Benutzer, so Böhme, der Kunde, der Patient werden von diesen Atmosphären angeweht oder ergriffen. Ja, das zielt natürlich auf diese Frage des leiblichen Spürens, also wie spüren wir auch in den Raum hinein. Der Architekt aber erzeugt sie, mehr oder weniger bewusst, so Böhme, die sinnlichen Items, die ersetzt die Farben, die Oberflächengestalt, die Linienführung, die Arrangements und Konstellationen, die er schafft, sind zugleich eine Physiognomie, von der eine Atmosphäre ausgeht. Und so Böhme weiter, als ästhetischem Arbeiter, als Praktiker, ist es jedem Architekten selbstverständlich. Die sinnlichen Eigenschaften, die er seinen Produkten verleiht, sind für ihn weniger relevant. Trotzdem mag sein Bewusstsein in der Regel darauf gerichtet sein, welche Eigenschaften und Bestimmungen er seinem Produkt gibt. Das, was der Philosoph demgegenüber in Erinnerung zu bringen hätte, ist, dass es niemals bloß um die Gestaltung eines Gegenstands geht, sondern immer zugleich um die Schaffung der Bedingungen seines Erscheinens. Und hier ist das Zitat zu Ende von Gernot Böhme. Das finde ich so auf diesen Ort gedacht auch nochmal besonders spannend. Ja, also welche Blickachsen entstehen hier auch auf die Vergangenheit, wo wir kann weitergedacht werden, was bedeutet diese Bedingungen dieses Erscheinens hier auch, ja, im Kontext auch der Gemeinde durchaus. Der Entwurf für ein Gebäude kann begeistern, aber auch verunsichern und neben Diskussionen sogar zu erheblichen Protesten führen. Dabei mag sich eine vermeintlich allzu avantgardistische Idee mitunter erst nach der Fertigstellung im Verständnis der breiten Bevölkerung etablieren. Also eines meiner Hauptforschungsfelder sind ja durchaus auch die Olympischen Spiele von 72, die jetzt 50 Jahre Jubiläum haben, und auch das Zeltdach vom Münchner Olympiastadion war etwas, was weder zu vermitteln war, noch verständlich. Und zu mir haben verschiedene Zeitzeuginnen auch gesagt, dass sie eigentlich den Eindruck hatten, ist hier ein UFO gelandet oder was soll das sein, ja? Also diese Art von Architektur gab es nicht. Sie war tatsächlich da zu dem Zeitpunkt noch kaum vorstellbar, als es entschieden worden ist. Gerade an den Debatten um zentrale Bauvorhaben und den Argumentationslinien unterschiedlicher AkteurInnen werden habituell verfestigte Muster und Konfliktlinien und auch widerstreitende Positionen evident. Und das ist etwas, was so aus kulturanalytischer Perspektive natürlich besonders interessiert. Das heißt, uns würde auch immer interessieren, wie wurde mit der Heft umgegangen, was gibt es eigentlich hier, an welchen Ort ist die eingebettet, was gibt es hier für Diskussionen drumherum, in welchem Kontext ist jetzt entstanden und dann auch nicht mehr bespielt worden und jetzt wieder. Also es geht immer auch um die Konstellationen, in denen sich dann so eine Architektur natürlich auch verhält, die aber selbst wieder eine Wirkung erzielt, allein natürlich, dass sie schon hier ist an diesem Ort. Und es gibt ja auch ein bekanntes Beispiel,
um die Frage eines gläsernen Leseturms im Wiener Museumsquartier. Das hat der Stadtforscher Lutz Musner immer wieder verwendet, wie man da sieht, auch wie Konfliktlinien laufen und wie sich Positionen gegenüberstehen. Gerade das ist auch so ein großes kulturwissenschaftliches Thema, sich immer anzuschauen, was sind hier eigentlich widerstreitende Momente und wer streitet miteinander. Ja, ich komme nochmal zu Gernot Böhme zurück. Er sagt, man muss insgesamt umdenken auf dem Gebiet der Ästhetik. Er sagt, als Gegenstand einer philosophischen Anthropologie soll Ästhetik allgemein in den Blick genommen werden und gar nicht nur auf Schönheit oder Stilvermögen begrenzt sein. Er sagt, wenn bisher ästhetische Erziehung wesentlich in der Ausbildung eines Geschmacks und darüber hinaus in einer Urteilskompetenz im Bezug auf Kunstwerke bestand, so geht es nach diesem Konzept aber darum, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass wir ständig in Atmosphären leben, also ein Wissen um Ästhetiken. Das ist eigentlich nochmal eine andere Gedanke, als zu sagen, Ästhetik sind eben die schönen Künste, das ist alles so abgezirkelt. Ästhetik bedeutet, ich weiß, wie ich mich schön anziehe oder solche Dinge, sondern es wirklich sehr viel ganzheitlicher zu sehen, wie ich auch etwas wahrnehme. Und es bedeutet auch, und das ist für ihn ein ganz wichtiger Aspekt, dass man auch die Fähigkeit hat, sich gegebenenfalls, also sich nicht einlullen zu lassen, sondern sich eben auch kritisch abzusetzen und zu sagen, hier wird eine Atmosphäre um mich herum kreiert, in der möchte ich gar nicht sein. Ich möchte mich dazu anders verhalten. Ja? Einkaufscenter sind immer so ein gängiger Topos oder auch Ästhetiken, die zum Beispiel zum Konsum anregen sollen. Und das ist so eine ganz starke Motivation, auch zu sagen, hey, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich mich absetzen, wie kann ich das auch kritisch diskutieren. Auch der Philosoph Wolfgang Well spricht sich für die Öffnung einer allzu eng gedachten Idee von Ästhetik aus und sagt, wer den Begriff des Ästhetischen exklusiv an die Provinz Kunst binden und seine Grenze gegenüber dem Alltag und der Lebenswelt dicht machen will, betreibt Ästhetik theoretischen Provinzialismus, so Welsch. Und das, finde ich, ist ein ganz interessantes Moment, weil ich denke, gerade in der Architektur haben wir so ein Übergangsphänomen. Die Architektur ist etwas, was uns ganz alltagsweltlicher prägt, bestimmt. Und auf der anderen Seite komme ich natürlich da schon auch aus der Richtung der Kunst mit der Setzung. Und bewege mich da in so einem Dazwischen. Und natürlich muss ich auch Dinge lesen können, muss auch bestimmt ein bestimmtes Vorwissen haben. Aber dann kann ich mich vielleicht auch noch etwas ganzheitlicher darauf einlassen. Ja, also beide gehen davon aus, dass der Begriff eigentlich mit dieser Vieldeutigkeit sehr leistungsfähig ist. Und da muss es gar nicht unbedingt so sein, dass man Ästhetik nur auf ein zentrales Moment herunterbricht, denn sowohl in zusammenhängenden als auch in einzelnen Feldern kann eben von Ästhetik die Rede sein. Generell ist es aber schwieriger, ein weites Konzept anzunehmen, weil man natürlich dann wieder Unsicherheiten hat und so weiter, nicht so klare Definitionen. Aber nur in dieser Form kann man also dieser Komplexität tatsächlich entsprechen. Und das ist natürlich auch eine Komplexität unserer gegenwärtigen Welt, in der wir leben. Die heutige Aktualität des Ästhetischen, sagt Welsch, resultiert gerade daraus, dass die konventionelle Gleichsetzung von Ästhetik und Kunst eben unhaltbar geworden ist und andere Dimensionen des Ausdrucks auch in den Vordergrund gerückt sind. Ja, auch wenn man sich natürlich Kunst auf der anderen Seite anschaut, die andere Ausdrucksformen findet, die sich im Bereich des Nachbürgerlichen ganz anders bewegt, die ganz andere Formate heute findet, wo ich gar nicht mehr eindeutig sagen kann, was ist das jetzt für ein Zugang. Wir haben ja beim Institut auch einen Schwerpunkt Kunst und Ethnographie mit Klaus Schönberger und Ute Hohlfelder, die sich ja genau auch mit solchen Verschränkungen oder widerstreitenden Momenten beschäftigen. Ja, die Beschäftigung mit den Atmosphären, die knüpft unmittelbar an die Untersuchung kultureller Konstellationen in Raum, Zeit und Gesellschaft an,
die der Kulturwissenschaftler Rolf Lindner als Kulturanalyse entwickelt hat. Die Auseinandersetzung mit ästhetischen Aspekten kann in diesem Sinne dazu beitragen, die Komplexität von Erscheinungen aufzunehmen und nicht nur in ihren diversen Bestandteilen, sondern auch in ihrer Vielschichtigkeit zu begreifen. Mein Hintergrund war oft, mich zu beschäftigen mit Stadtforschung, und natürlich kann ich bei einer Stadt immer fragen, was sind die jeweiligen Einzelteile, was sind die Gebäude, was sind die Straßen, was wird hier überschrieben, was sind Konflikte, wer hat die politische Macht und so weiter. Aber damit bekomme ich nicht diese Ästhetik, diese Atmosphäre, die eine Stadt vielleicht auch ausstrahlt. Ja, ich muss mich aus meiner Sicht, wenn ich kulturanalytisch arbeite, noch einmal ganzheitlicher einlassen können. Und es sind dann eben auch unausgesprochene Dinge, das, was viel abläuft auf dieser Ebene des Spürens und Wahrnehmens, was man ethnografisch aber auch mit aufnehmen kann. Das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Stärke unseres Vorgehens. Und so folge ich beispielsweise dem Geografen Rainer Katzig, der sagt, man könnte die Atmosphären auch als Medien begreifen. Und da lassen sich dann nicht nur Anknüpfungspunkte für die empirische Forschung verschiedener Disziplinen ableiten, sondern man kann ganz konkret verschiedene Phänomene auch miteinander verbinden. Beispielsweise die Architektur, wie verändert Architektur eine Stadt, eine Landschaft, eine Gegend und wie nehmen wir das auch wieder wahr? Die Konzeptualisierung von Atmosphären, so Katzig, als Medium in der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt, rückt auch die pragmatische Dimension von Atmosphären in den Blick und zeigt die Möglichkeit einer Verbindung des Atmosphärenbegriffs mit dem Handlungsbegriff auf. Hier hat auch eine Einschreibung stattgefunden, ja? Dieser Stachel oder dieses Teil, was sich hier so einschreibt, in dem wir uns ja jetzt tatsächlich befinden. Und ich will nicht meine Eindrücke jetzt da so drüber legen, sondern es sollen ruhig eure eigenen Eindrücke natürlich sein. Ich finde, es ist von innen, vom Raumklima erstmal sehr angenehm, abgesehen von der Temperatur vielleicht. Aber es hat gar nicht dieses hermetische, diesen Riegel, den man vielleicht von außen wahrnehmen würde. Aber diese Setzung von außen ist natürlich das, was auch wieder in die Umgebung hineinstrahlt. Ja, das wird natürlich eine Rolle spielt, auch wenn man zum Beispiel diskutiert, wie nutzt man so etwas in Zukunft oder wie nutzt man es nicht. Ja, will sich das eigentlich öffnen zu uns hin hinaus oder nicht? Ja, und um jetzt nicht hier alle auf den Stühlen festzubinden und noch weiter auszuholen zum Thema Ästhetik, keine Sorge, würde ich sagen, dass es eigentlich jetzt wichtig wäre, das selbst zu erproben und sich auch anzuschauen, wie dieses Haus leiblich zu spüren ist, wie man das wahrnehmen kann. Also Haus ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gefasst, also wie diese Überschreibung, es ist ja auch eine Form von Palimpsest, oben gibt es auch eine Arbeit dazu, was das für eine Umgebung ist und wie man dieses Spüren auch wirklich methodisch ernst nehmen kann, wäre jetzt mein Vorschlag, dass wir ausschwärmen, auch das Haus uns selbst aneignen oder in kleineren Gruppen und dann so in einer knappen halben Stunde auch wieder zusammenkommen. Und ich würde doch jetzt mal vorschlagen, dass wir im zweiten Stock wieder zusammenkommen, wo es einfach ein bisschen kühler ist. Ja, und es dann insgesamt zu einem Gespräch eher öffnen. Ja, jetzt ist es 11.35 Uhr, wenn wir so kurz nach 12 wieder uns zusammenfinden. Ja, das ist der Raum mit der Kohlebahn. Der Kohle, genau. Wer noch da ist, wenn man begrüßen möchte, Valla de Messini, jetzt ist die Kuratorin, die jetzt sich eben hier mit der Heft sehr intensiv beschäftigt, hat ganz viele Universitäten eingeladen, auch euch, und hat eben auch Künstler eingeladen, sich mit der Heft zu beschäftigen. Also. Ich glaube, man kann ja die Sachen grundsätzlich hier lassen, aber das ist kein Mitlesen.
Also ihr könnt es selber fotografieren. Ist aber nicht schlecht, gell? Das ist gut. Und es sind, schau mal das an, wie sich das bewegt mit dem Rasenmäher im Hintergrund. Das ist gut, oder? Ja. Das ist echt gut, ne? Ja. Ich meine, auf die Idee muss da erst kommen. Gibt es mehrere Stationen? Ja, eben. Deswegen bin ich, schau, und wie ist das immer andere Konstellationen, ja, ne? Cool. Das ist echt voll gut. Dankeschön. Ja. Können wir oben gehen mit dem Alten? Ja, aber kann ich es eh geben, gell? Ja. Aber darf ich noch mitgehen? Eltern weil haften für die Kinder. Das ist eine, weil es sind da noch mehrere. Kinder haften für die Eltern. Aber ja, ich bin mit dem Einzelnen. Kann ich nichts dafür. Hier ist ein Baum. Ja. Es funktioniert schon. Ja, wir haben einen Baum. So, als wenn man durch einen Urwald geht. Ja. Ja. Oder durch einen tropischen Wald, ne? Ist es, genau. Ja. Frage des Erinnerns und des auch des Einschreibens ist, glaube ich, schon was, was uns auch so zusammen dann beschäftigt. Kann man das auslöschen? Ja. Also die Frage des Einschreibens und Erinnerns ist schon so etwas, was uns da sicherlich aus, vielleicht ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen, aber wo wir da wieder zusammenkommen, und selbstverständlich ist das hier auch, wir haben schon gerade begonnen drüber zu reden, auch so eine Frage hier, wie gehe ich um mit so einem spezifischen Ort, wo so viel eingeschrieben ist, ist das jetzt eigentlich das, was Klaus Schönberger auch untersucht hat, also ein widerstreitendes Kulturerbe, und mit wem ist es denn widerstreitend dann? Es sind so ganz, ganz verschiedene Facetten, was uns da kulturwissenschaftlich interessiert. Und wir haben eben, Lukas Weinig und ich, wir haben über mehrere Semester jetzt immer schon uns beschäftigt mit Studierenden, mit der Frage, mit gebauten Räumen. Was machen die mit uns? Wie gehen wir damit um? Und damit in Verbindung steht auch wieder das Kärntner Bauarchiv, das ja auch angedockt ist ans Architekturhaus, weil uns vor allen Dingen interessiert hat, auch dieses Kulturerbe der 50er, 60er und 70er Jahre, also diese Nachkriegsmoderne, wo es ja ganz viel um diese Frage geht, was erinnere ich nicht, wie schaue ich in die Zukunft, was ist eigentlich so die Perspektive auf Gesellschaft, die ich jetzt hier einnehmen will. Also sehr, sehr viele Fragen, die kulturwissenschaftlich auch eine ganz große Rolle spielen. Und ich habe eben vorhin schon von diesem Excavating the Future auch geredet, am Beispiel von Los Angeles.
und diese eben nach diesen Zukunftsperspektiven auch in der Vergangenheit oder in der Gegenwart zu fragen, ist so ein, ist immer wieder so ein Punkt, ja. Was interessiert uns also so an Architektur, ihrer Gestaltung, an Planung, an ArchitektInnen, an Biografien? Es lässt sich über die Materialität von Innenausstattungen natürlich genauso nachdenken wie über die ästhetische Qualität von Fassaden, die Motivation der BauerInnen oder zeithistorische Aspekte, die Relationalität von Räumen, von denen habe ich vorhin auch schon kurz gesprochen. Das ist so ein Thema, also Relationalität für die kulturanalytische Auseinandersetzung und die Frage nach den komplexen Zusammenhängen, nach symbolischen und sozialen Bezügen, nach Aushandlungsprozessen und unterschiedlichen Lebensstilen in allen Arten von physischen Strukturen. Wir haben uns beschäftigt auch im Rahmen des letzten Seminars mit Architektur und Stadtplanung als Felder der Kulturanalyse, dass man sich die auch wirklich erschließen kann und mit dieser Frage der kulturellen Vermittlung, also auch das Gebäude, die Setzung ist ja schon eine Form der kulturellen Vermittlung und schon das bloße Vorhandensein, also auch die atmosphärische Wirkung, die Ästhetik, die Setzung, das allein prägt ja schon auch wieder soziale Strukturen. Ein Dauerbeispiel, mit dem wir uns schon beschäftigt hatten, auch im letzten Seminar, ist das Hallenbad in Klagenfurt. Eigentlich ein Bau oder ein Ort des Gemeinwohls, etwas, was vielleicht auch zur sozialen Aufgabe einer Stadt, einer Gemeinde, einer wie auch immer Struktur zählt und es hat uns sehr beschäftigt, auch wie darüber aus einer ökonomischen Perspektive, aus einer politischen Perspektive gesprochen wird, nicht gesprochen wird und wie das verhandelt wird bis zum jetzigen Zeitpunkt, an dem es tatsächlich zum Verkauf steht. Ja, also das Gemeinwohl steht im Grunde zum Verkauf. Das ist ja auch eine bemerkenswerte Erkenntnis. Ja, vom Hochhaus als Wohnform bis hin zu den Höfen und Trakten moderner Hochschulbauten, größeren und kleineren Firmensitzen. Selbstverständlich haben wir auch das Hypo-Hyper-Adria-Gebäude jetzt mit einbezogen. Also wir haben jetzt schon unsere sehr starke Fokussierung auf die 50er und 60er Jahre, frühen 70er auch ein bisschen aufgelassen und sind auch weitergegangen. Und mit dem Hypo-Hyper-Adria-Gebäude, dann kommen wir ja schon auch dem Lumenik natürlich nahe. Ich habe auch einen Film vom ORF gesehen, als er auch bei der Eröffnung dabei war. Ja, also Firmensitze sind immer so ein ganz großes Thema oder Verwaltungszentren, Tankstellen, entlang von Autobahnzubringern. Auch die sind natürlich zum Teil gebaute Utopien aus ganz unterschiedlichen Epochen, sind ja auch unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man Stadt, wie man Alltag, wie man Landschaft organisiert. Und die Praxis des Entwerfens ist also aus empirisch-kulturwissenschaftlicher Sicht so meine Ansicht ebenso von Interesse wie die zugrunde liegenden planerischen Intentionen. Und das ist etwas, was im Alltag oft gar nicht so zur Sprache kommt, wenn es auch um die Frage geht, wie gehe ich denn mit einem Erbe um? Wie gehe ich beispielsweise mit einem ganz modern gedachten Schulbau um, der eigentlich ein anderes Zusammenkommen von SchülerInnen möglich macht, aber die Gemeinde möchte das so nicht haben, weil sie vielleicht auch die Intention so gar nicht mehr lesen kann aus der heutigen Zeit. Also uns beschäftigt auch eine gewisse Sprachlosigkeit oder sich verschiebende Interessen und sich verschiebende Zugänge. Sprich, es geht auch darum, wie Architektur verhandelt wird letzten Endes in der Gesellschaft. Und dazu gehört natürlich auch, wie sich Erfahrungen in Entwürfen ausdrücken. Und das war die Idee, dass man auch die Studierenden auf die Spur setzt und sagt, vielleicht einmal abseits des eigenen Geschmacks, was ja auch ein erlerntes, kulturell vermitteltes, ästhetisches Empfinden ist, bewegen wir uns mal in eine andere Richtung drüber hinaus und stellen dann doch auch nochmal Fragen an einer Stelle, wo vielleicht viele Studentinnen bisher schon gelernt haben zu sagen,
na, das ist alles total schier, das ist alles aus Beton, das interessiert mich nicht. Ja? Und wie komme ich an den Punkt, dass ich darüber hinausgehe und trotzdem weiter Fragen stelle? Zuletzt haben wir eben den Fokus gelegt auch auf Biografien, und das ist jetzt so unser unmittelbarer Anknüpfungspunkt. Wir haben uns versucht, mit AkteurInnen auseinanderzusetzen, die im Kontext von Architektur und Stadtplanung zu verorten sind. Und der Schwerpunkt lag auf Biografien des 20. Jahrhunderts wieder. Und wobei im Verhältnis natürlich so viele Planerinnen oder Architektinnen auch gar nicht vorkommen. Von dem her ist es spannend, dass sowohl das Architekturhaus nächstes Jahr einen Fokus haben wird, als auch das Institut, in dem Fall der Klaus Schwimberger, sich beschäftigen wird mit der Margarete Schütte-Lihotzky. Und ich habe momentan auch eine Bachelorarbeit zu der Frage, wie man diese spezielle Frauenbiografie, auch eine Architektinnenbiografie, aufgreifen und noch einmal anders thematisieren kann, auch im Sinne eines, würde ich behaupten, durchaus europäischen Kulturerbes. Um jetzt aber zu dem Domenik zurückzukommen, muss ich selbstbiografisch sagen, meine erste Begegnung mit dem Günther Domenik war eigentlich ein Missverständnis. Ich habe nämlich gedacht, der Günther Domenik ist aus Graz. Habe das, glaube ich, auch tatsächlich in meiner Doktorarbeit falsch geschrieben, weil meine erste Begegnung war eine Arbeit, eine begehbare Plastik, die er entworfen hat für die Olympiaschwimmhalle in München. Und es war ein Artikel in der Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung, der thematisiert hat, dass jetzt so vor rund 15 Jahren ohne viel Aufhebens wurde das einfach abgebaut. So etwas ist häufiger passiert. Und dieser Artikel war sehr stark dann auf Graz fokussiert. Also ich glaube, meine Annahme dieser Graz-Verortung war tatsächlich, habe ich nicht nachgeprüft, sondern einfach übernommen. Und deshalb war ich da wieder falsch abgebogen. Und ich habe nochmal nachgeschaut, was ich da zitiert habe. Ich habe aus der offiziellen Dokumentation der Olympischen Spiele eben zitiert, das Restaurant, das er da gebaut hat, ist als große begehbare Plastik in den Hallenraum gestellt. Es ist in zwei Ebenen gegliedert, den Bereich für Badegäste mit Selbstbedienungstheke auf der Foyer-Ebene und den Bereich für Gäste in Straßenkleidung, die dieses direkt von außen betreten können. Und das war tatsächlich, es gibt von Domenik ja noch verschiedene Entwürfe solcher Dinge, die gar nicht unbedingt realisiert worden sind. Aber das war eigentlich sehr interessant, weil diese Schwimmhalle mit diesem Zeltdach, da hat sich das noch einmal über verschiedene Ebenen so einziehen können. Eigentlich etwas sehr, sehr Besonderes. Nur, dass offensichtlich das nicht als etwas Besonderes verhandelt wurde. Es wurde jetzt ersetzt durch ein rundes Kassenhäuschen. Allerdings war der Artikel erst, der hat eigentlich den Schwund schon dokumentiert. Der hat nicht darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt bald was schwinden wird, sondern der hat schon das eben dokumentiert. Ja, und damit ist man aber eigentlich schon mittendrin in der Biografie, 72. Da war ja natürlich der Domenik schon ein etablierter Architekt. Und es ging in dem Artikel aber auch darum, dass verschiedene Bauten, auch an denen er beteiligt war, auch mit dem Alfred Huth, dass die eben, weil diese Art des Bauens vielleicht nicht zwingend mehr so en vogue ist, dass man da auch wieder relativ schnell und ohne zu fragen es auch wieder abräumt, wegräumt. Und damit natürlich auch diese Biografie der Architekturen, die er entwickelt hat, natürlich auch beschneidet. Jetzt ist diese begehbare Plastik wieder aufgegriffen in der Ausstellung im Architekturhaus hier. Aber wahrscheinlich, wenn man in München fragen würde, wüsste das so gut wie niemand mehr. Und das ist natürlich auch, also es ist in gewisser Weise auch ein natürlicher Gang der Dinge, dass auch wieder Orte überschrieben werden.
und dass sich Dinge auch verändern, aber manchmal fragt man sich auch, liegt es jetzt daran, dass es unbedingt weg muss oder an einem nicht vorhandenen Wissen, und das sind immer so Dinge, die wir auch gemeinsam diskutieren. Ja, also bei dem Vorhaben, einen Lebensweg nachzuzeichnen, das habe ich vorhin schon gesagt, steht gar nicht das Lineare im Vordergrund, sondern es geht eigentlich darum, also es geht eben nicht darum, so ein teleologisch zielgerichtetes, stringentes Curriculum zu rekonstruieren, sondern der Bourdieu kritisiert beispielsweise den Umstand, dass bei der Rede vom Biografischen aus seiner Sicht eben allzu oft mitschwingt, dass alles so zielgerichtet, so linear funktioniert. Und er sagt, der Versuch, ein Leben als eine einmalige und sich selbst genügende Abfolge von Ereignissen zu verstehen, deren einziger Zusammenhang in der Verbindung mit einem Subjekt besteht, dessen Konstanz nur die eines Eigennamens sein dürfte, ist ungefähr so absurd wie der Versuch, eine Fahrt mit der U-Bahn zu erklären, ohne die Struktur des Netzes zu berücksichtigen, das heißt die Matrix der objektiven Relationen zwischen den Stationen. Und dieses Dazwischen, wie komme ich eigentlich wohin und ja, welche Entwürfe standen vielleicht auch dazwischen, damit ich dann wieder zu diesem Ausdruck finde, das ist etwas, was uns immer wieder da bewegt hat. Der Verlauf eines Lebens ist eben meistens zunächst einmal nicht besonders linear und auch nicht kohärent, und er spricht dann davon, dass man eigentlich nach Platz wechseln, so der Titel heute, auch in sich verschiebenden Platzierungen im sozialen Raum fragen muss, weil ich natürlich auch dadurch, wenn ich vielleicht erfolgreicher bin, dann habe ich auch habe ich einen anderen Standpunkt, ich kann anders auftreten, ich werde anders wahrgenommen. Gleichzeitig entwickle ich mich als Privatperson. Es sind sehr viele überlagernde, sich verändernde Standpunkte, aus denen sich eine Biografie zusammensetzt. Als soziale Oberfläche bezeichnet Bourdieu schließlich die, wie er sie nennt, Gesamtheit der Positionen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt gleichzeitig von einer sozial feststehenden biologischen Individualität eingenommen werden. Und dieser Ort hier ist sicherlich so ein Moment einer sozialen Oberfläche zu dem Zeitpunkt, als eben Domenik sich in dieser Phase befunden hat, als er auch das gemacht hat. Und er ist natürlich auch hier geboren, ja? Also er ist in Klagenfurt geboren und war mit der Region verbunden. Er hat sich mit der Landschaft beschäftigt, er hat sich durchaus auch daran abgearbeitet, er hat sich mit den Menschen beschäftigt, er hat sich ja besonders auch mit seinen Eltern, mit dieser politischen Haltung der Eltern, mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt, und das immer auch auf der Ebene des Planens und Bauens. Wir hatten ja die Diskussion auch schon in einem anderen Diskussionsformat, ob dieses Bauen und dieses Planen immer Ausdruck ist auch der eigenen Biografie und der politischen Haltung. Ich sage ja, man kann das nicht voneinander trennen. Und da gab es auch andere Stimmen, die der Meinung waren, das kann man schon sehr wohl voneinander trennen. Hier auch politisch weitaus umstrittener Architekt ist sicherlich dann hier Roland Reiner, der ja das Vorstufengebäude der Universität geplant und gebaut hat. Und hier setzt ja die Biografie doch nochmal deutlich vorher an, und es fließen auch diese Erfahrungen und diese eigene Position und Positionierung während der Zeit des Nationalsozialismus ein. Und das ist ja die große Diskussion. Ja, was ist hier eigentlich das kulturelle Erbe, oder was ist hier eigentlich das eigene Bewusstsein, die eigene Reflexion? Weil es ja selbstverständlich war, es kann in Stunde 0 1945. Das Steinhaus ist jetzt bei Domenik so vielleicht das persönlichste Gebäude. Das habe ich immer so empfunden, diese gebaute Familiengeschichte auch. Vielleicht habe ich ja auch eine falsche Einschätzung, aber ich habe das so irgendwie ganz stark so wahrgenommen.
als dass man das auch als autobiografische Figuration lesen kann. Also ein Ort, der ja über einen längeren Zeitraum auch gebaut wird und der so eine Eigendynamik eigentlich auch entfaltet und so eine, der kann ja auch wahnsinnig unwirtlich sein. Also meines Wissens ist ja sowohl der Bruder als auch Domenic selber sind da auch schwer gestürzt, ist der Bruder dort auch verunglückt, weil man eigentlich ein Haus baut, das so eine Eigendynamik hat und so, ja, zu so einem Objekt wird, dass es ein quasi, vielleicht nicht selber bekämpft, aber es ist widerstreitend die ganze Zeit. In den seltensten Fällen wird die eigene Geschichte natürlich auf derart eindrückliche Weise evident. Also man stellt sich nur vor, 2, 3, 5, 10 andere würden ihre Familiengeschichte in so einer gebauten Form da auch umsetzen. Das wäre ja der absolute Wahnsinn. Wer würde der aus Jahase wahrscheinlich vor lauter Schock sich zurückziehen. Man sieht ja auch, dass das auch Raum braucht. Ja, da ist dann eben so ein Ort wie hier, der muss ja dann auch atmen drüber hinaus oder auch dieses Steinhaus, das muss in gewisser Weise singulär sein, weil es dann sonst keinen Platz hat. Aber auch dieses Motiv, dieses Stachels, dieses Reinschreiben kommt ja bei ihm immer wieder vor, darüber haben wir auch gesprochen. Das kommt jetzt hier vor, bei dem Entwurf für das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg. Aber auch das Theater arbeitet ja mit diesem massiven Stachel, mit diesem Eingriff. Also immer wieder dieses Widerborstige auch, was da so ein Thema ist. Vor diesem Hintergrund müsste man ihn jetzt eigentlich wieder interviewen und noch einmal genau da hinein fragen. Auf der anderen Seite ist es eben so, das würde ich dann kulturwissenschaftlich immer noch mal wirklich betonen wollen, so stark wie wir jetzt hier haben einen Erbauer, einen Planer, einen Architekten, der sich einbringt, der sich ausdrückt, sind eben aber diese gebauten Formen, Gebäude, Ausstellungsräume immer etwas, was auch ganz alltäglich jeden Menschen beeinflusst in seinem Sein, auch wie man lebt, wie man sich befindet. Und die Doris Zoller, das ist die Geschäftsführerin in München der Städtischen Wohnbau GmbH, die hat am Montag gesagt, jeder Mensch hat ja auch so eine eigene Wohnbiografie, die ihn dann wieder prägt, also auch die Räume, in denen man sich aufhält. Das fand ich eigentlich ganz schön, diese Überlegung davon wieder auszugehen. Ja, also räumliche Objektivationen sind stets mit dem Leben von Architektinnen und PlanerInnen, aber auch BewohnerInnen verbunden und manifestieren in gebauter Form ein Verständnis von Welt. Und ich glaube, das ist so der Punkt, dieses Verständnis von Welt, an dem wir immer angedockt sind, immer wieder. Ja, würde ich jetzt an dich an der Stelle übergeben. Ob das in deinem Sinne ist, Lukas? Das Verständnis von Welt. Also bei Günter Domenic war es wahrscheinlich sehr stark auch der Faktor der Provokation. Und das ist vielleicht etwas, was wir jetzt in Bezug auf das Werk von Günter Domenic nicht mehr so stark spüren. Also vor allem vielleicht jetzt diese Runde. Aber bei anderen Formen der Architektur, die jetzt vielleicht in der Architekturszene als Lederhosenarchitektur besprochen werden, vielleicht viel stärker noch da ist. Also das wäre so ein Punkt, der vielleicht noch zu besprechen wäre. Und ich hätte noch so eine, weil du die Metapher mit der U-Bahn schon gebracht hast, es gibt so eine Zwischenstation, die fast geschlossen wurde auf der Werkliste von Günter Domenic und die auch jetzt wieder in dem Buch zur Ausstellung drin ist. Und das ist das Haus H, also das Haus Holzer in der Davisser Straße, kennen wahrscheinlich alle, entlang des Lendkanals gibt es ein Haus, das so ein bisschen anders ist als die anderen Häuser entlang des Lendkanals. Und wir sind ja dort vorbeigekommen bei unserem ersten Seminar auf einem Stadtspaziergang und wussten noch gar nicht, dass das von Günter Domenic ist. Und bei einem Termin
mit der Stadt, also bei Georg Wald, hat uns der Georg Wald dann darauf aufmerksam gemacht, das war eines der ersten Projekte von Günter Domenik und das wäre ja so stark sichtbar, auch weil die Holzuntersicht des Vordaches schon diese Ästhetik vorwegnimmt. Und das fand ich schon sehr spannend, auch wenn man dann sich die bis dahin veröffentlichten Monographien durchgeblättert hat über Günter Domenik, dann war das schon irgendwie verzeichnet in der Werkliste, aber mit einem Kürzel Haus H und sehr am Rand eigentlich, wenn man es überhaupt gefunden hat. Also auch die Frage finde ich interessant, jetzt auch weil Positionen aus der Praxis hier sind, wie so in der Architektur Dinge auch aus der Werkliste vielleicht mal hinausfallen. In der Kunst ist es ja auch etwas, was immer wieder mal vorkommt, dass das Frühwerk vielleicht auch irgendwann mal verschwindet. Bei Architektur ist das etwas schwieriger, obwohl das in den letzten Jahren natürlich mit verstärktem Abrissneubau mitunter sogar leichter ist, dass ein Werk der Architektur verschwinden könnte. Also das fand ich an dem Beispiel zum Haus Holzheiz nochmal so ein paar Punkte, die du schon aufgenommen hast, ganz, ganz spannend auch im Kontext jetzt, wo Günter Domenik begonnen hat, also auch so in der Zeit 60er, 70er Jahre und das Projekt in Graz-Eggenberg, die Pädagogische Akademie, steht mittlerweile unter Denkmalschutz und würde man eher in die Phase des Brutalismus einreihen. Also auch so diese Entwicklungsgeschichte, die dann eben sehr stark nur über die dekonstruktivistischen, sehr expressiven Bauten zum Teil besprochen wird, aber die auch eben eine sehr starke Vielfalt aufweist. Also wenn du eine fast Anekdote schon zu dem Werkverzeichnis von Domenik, das mich eigentlich sehr stark fasziniert, auch in dem Gespräch mit dem Bauherrn, der bis ins hohe Alter in diesem Haus auch gelebt hat und nie etwas verändert hat. Und auf die Frage, warum er nie zugebaut hat, war die klare Antwort: Wir haben uns gekannt vom KAC, wir haben beide Handball gespielt, so bin ich zum Domenik gekommen und so ist er zum Auftrag gekommen und ich habe nie das Gefühl gehabt, dort etwas verändern zu müssen. Fand ich auch ein schönes Statement von einem Bauherrn. Also so kann man sich das wünschen als Architektin oder als Architekt. Aber vielleicht gibt es zu dieser Werkliste-Frage auch noch Eindrücke aus der Runde, also wie man mit Werken vielleicht auch umgeht, die man nach 20 Jahren oder nach 10 Jahren sieht und sich denkt, okay, würde ich heute anders machen. Muss natürlich nicht sein. Ja, ich fühle mich direkt angesprochen. natürlich ist es so, dass man liebt, Kinder hat an Projekten, die man entwickelt und wo man wirklich herzlich dabei ist und wo man auch über die Zeit sieht, dass sie, wenn man wieder hinkommt, dass sie einfach super funktionieren, dass die Bauherren auch sehr zufrieden sind. Und manche, wo man als junger Architekt natürlich auch sagt, ich möchte ein Büro haben, ich möchte das Büro führen, ich muss schauen, dass ich da in die Gänge komme. Und da geht es halt eben auch sehr viel um Haltung eigentlich, also dass man wirklich, das kann man von Domenik auch lernen, also er hat eine sehr starke Haltung aufgebaut und er war sehr konsequent und das ist es, was mir heute auch in der Architektur sehr oft fehlt. Es ist aber auch schwierig, weil wir Architekten heute auch oft uns schwer tun, in diese Position der Stärke und der Haltung zu kommen, weil wir relativ rasch auf die Seite gedrängt werden, wenn dann Kostenrahmen, Terminrahmen oder diese Controlling-Tabellen nicht mehr alle ausgefüllt werden und wir die ganzen Referenzen zum Beispiel, ist jetzt eine Situation, wo sehr viele Wettbewerbe ausgeschrieben sind, wo man als junger Architekt nicht mitmachen kann, weil man nicht die ganzen Referenzen hat. Und da muss man sich halt eben raufarbeiten in der Praxis und da entwickeln sich halt verschiedene Projekte. Was mich schon fasziniert auch oder was ich schon interessant gefunden habe, war eigentlich auch für mich während dem Studium eben, habe ich bei Domenik immer Projekte gemacht und habe dann auch Entwerfen bei Daniel Liebeskind gemacht in Graz. Und das war eben so die starke Zeit des Dekonstruktivismus und Auseinandersetzung mit dieser Form. Und es kam dann schleichend, aber doch ein Riesenumbruch eigentlich. Aufbauend eigentlich auf diesen Energiekennwerten, minimale Gebäudevolumen, große Volumen mit minimalen Oberflächen zu bauen, was also mit einem Steinhaus überhaupt nicht verträglich ist und überhaupt nicht zusammenpasst. Und da haben sich eigentlich diese übergeordneten Vorschriften
die sind immer größer geworden und da war es auf einmal möglich, so eine skulpturale, freie Architektur, außer für einen Privatbau wie beim Steinhaus, umzusetzen. Also wenn man es für sich selber macht, geht es auch heute noch, aber im öffentlichen Bau, also im Schulbau oder im Verwaltungsbau geht das gar nicht, weil einfach diese ganzen Klimazertifikate und dergleichen mal eingehalten werden müssen. Und so ist eigentlich relativ rasch diese dekonstruktivistische Architektursicht eigentlich weitergewandert und eine nächste Schiene kommen. Und dann haben wir eigentlich jetzt auch durch die FH Spital, sind wir auch sehr froh, eigentlich eine tolle Universität, ist dann eine Zeit der eher uralen Architektur, des Zurücknehmens, einer sehr feinen, ruhigen Architektur gekommen, die genauso provozieren kann, meiner Meinung nach, wie die dekonstruktivistische. Wenn man nochmal zurückgeht auf diese Geschichte mit dem Bahnhof in Klagenfurt, also mit der Hocke-Geschichte, wo es eine regelrechte Bewegung gegen das Kunstwerk gab, mit Demonstrationen und so weiter, und da gibt es eine Auseinandersetzung um ein Kunstverständnis. Und ich glaube immer, dass dann Provokationen oder der Streit um solche Dinge immer noch was anderes verhandeln. Also es wäre der kulturwissenschaftliche Zugang zu fragen, ist es jetzt die Form, die provoziert oder wie auch immer, oder gibt es nicht auch noch gesellschaftliche Auseinandersetzungen, die sozusagen sich kostümieren in einer Kritik an Architektur, in einer Kritik an künstlerischen Arbeiten und so weiter. Und ich würde mal sagen, in Bezug auf Hocke und anderen war es die Möglichkeit, die nazifaschistische Gesinnung artikulieren zu können, ohne sich als Nazifaschist zu outen. Und immer wieder in der Auseinandersetzung um die Frage der Moderne finden wir dieses klassische reaktionäre Kunstverständnis und über diese Kostümierung finden dann solche Auseinandersetzungen statt. Und mich würde natürlich interessieren, was bei Domenik jetzt hier der Anlass war für den Streit oder was wird dann sozusagen, oder ist es eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit Kärntens oder anderen Orten in Bezug auf die, also das würde sich ja biografisch anbieten und hat sozusagen dann so ein Bauwerk wie hier auch die Funktion, sozusagen diese Auseinandersetzung voranzutreiben, um diese Frage, wie hat sich die Gesellschaft historisch positioniert zu dem Nazifaschismus? Und das wäre für mich die Frage. Und andere Formen von Provokation würde ja nicht immer sich darum drehen, sondern sie sind ja auch einer. Und da kommen dann so partizipatorische Fragen, wenn man immer wieder von deliberativen Theorien und Partizipation spricht, dann wird ja gesagt, in dem Sinne, es geht um die Teilhabe der Bevölkerung. Und dem gegenüber steht ein Selbstverständnis eines Architekten, einer Architektin, die ein Stück weit sich selbst wie ein Künstler realisieren wollen und in eine Auseinandersetzung gehen mit der Bevölkerung. Und ich würde sagen, das legitimiert die eine Seite genauso wenig wie die andere, oder wer da recht hat, aber gibt es ein Bewusstsein in der Architektur um diese Art von Konflikten, wenn sie in solche Provokationen sich auf den Weg machen, oder ist es das Künstlerverständnis des 19. Jahrhunderts und eventuell kriegen die Architekten gar nicht mit, für was dann, worum es in dem Streit auch noch geht. Ja, also sind die dann halt einfach zurückgeblieben, oder gibt es andere Probleme, die sich dann in Form der Kritik an Kunstwerken, an Bauten sozusagen artikulieren und einen ganz anderen Streit führen? Das ist jetzt die kulturwissenschaftliche Perspektive. Ja. Aber wenn ich da schon gleich drauf eingehen darf, also das war tatsächlich auch mein Ausgangspunkt der Überlegung, ja, und deswegen auch nochmal dieser starke Aspekt auch, dass so ein Bau als Provokation, es ist ja nicht nur das Stein und Glas angehäuft, sondern auch dieses Beeinflussen der Atmosphäre durchaus mit einem gebauten Stachel aus einer politischen Motivation heraus. Und das natürlich mit einem ganz, ganz starken Selbstverständnis, also ich würde sagen, so ein Typus des Architekten, das ist ja ein sehr, wie Domenik das war, das ist ja, das kann man ja durchaus extrem kritisch sehen, ja, das ist ein enormes Selbstverständnis auch, wer man selber ist, wie man die Welt deutet, wie man das da hinaus interpretiert, aber
dieses unbequem da sein wollen und es ständig auch dann da reindrücken, wie auch immer, das führt sicherlich dazu, dass bis heute manche Sachen schwierig sind, damit umzugehen, ja, oder ja, auch über so eine ästhetische, gar nicht rational begründbare Ebene es eben so so einen Punkt gibt, wie man sich vielleicht dann nicht weiter beschäftigen will, weil es ist einem tatsächlich unangenehm, ja, weil ja dieses Unangenehme eine Rolle spielt. Und tatsächlich war bei ihm ja diese Auseinandersetzung mit der faschistischen Vergangenheit, vor allem der Familie, aber deshalb hat er sich ja auch mit dem Reichsparteitagsgelände etc. beschäftigt, immer ein ganz, ganz großes Thema. Während andere dann, das meinte ich vorhin auch mit unserem Universitätsgebäude, einfach weitergebaut haben, nahtlos, und dann halt weiter Ideen entwickelt haben, sich aber auch zu diesen Aufgaben, die sie bis 45 hatten, nicht verhalten haben und auch dann danach sich dazu nie verhalten haben. Und deswegen war der sicherlich da sehr, sehr unbequem, weil auch dann groß werdend und immer öffentlich auftauchend, so als Stachel. Ja? Auf der anderen Seite, wenn man halt den ORF-Film anschaut, das muss man schon auch sehen, bei der Eröffnung des Hyperalpa Adria Gebäudes, wo er sicherlich auch irgendwie beteiligt war, dass der Tom Main da diesen Kontakt überhaupt hat. Und ich meine, da werden drei Firmenzentralen gebaut, in Slowenien, Italien und in Österreich, von diesem Büro. Also das ist ja dann tatsächlich, also da wird auch ästhetisch ganz viel behauptet auf dieser Seite dieses Büros, ja, aber letztendlich sind es Firmen, Konzernzentralen. Und im Video kann man sehen, wer war bei der Eröffnungsfeier. Haider genauso wie Domenik und dieser Tom Main, der sich eben hier auch für den großen Gestalter und Künstler hält. Also so ganz eindeutig ist es natürlich nicht. So, die Behauptung ist eindeutiger, als vielleicht es dann tatsächlich auch so war. Aber diese Zwischentöne der Biografie, genau diese Platzwechsel und Positionierungen, und das, was man auch drumherum dann wieder gesellschaftlich fragen kann, was wird da verhandelt, warum gibt es ein unangenehmes Empfinden oder warum will man mit etwas nicht umgehen, ja? Was ist das, was da aufgerufen wird, das ist eben auch etwas, was ich daran so interessant finde, auch aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive. Aber es ist sicherlich aus architektonischer Sicht auch interessant. Beziehungsweise die Frau Peinhoff hat sich auch, nicht erschrecken, die hat sich ja auch ganz intensiv beschäftigt mit Günter Domenik. Vielleicht gibt es da noch... Also zunächst einmal anschließend an Lukas, darf ich sagen, weil du gesagt hast, dieses Haus H ist eigentlich unscheinbar und nicht so wirklich dominant am Lendkanal. Das ist natürlich die Entwicklung Domeniks, die gesehen werden muss. Zum Beispiel haben wir in Graz auch eine Kirche, die ich vorher nicht kannte, in der Eisteichsiedlung, der Eisteichkirche, die überhaupt nicht dekonstruktivistisch und auch stachelmäßig oder spitz- und pfahlmäßig ausschaut, sondern es sind eher Rundbauten. Und Domenik macht natürlich in seiner Entwicklung eine Laufbahn durch und er sagt auch von sich selbst, ich möchte eine Entwicklung durchmachen, ich möchte nicht zweimal das Gleiche machen. Das ist für ihn äußerst wichtig. Also das zu diesem Punkt Weiß man das auch, inwiefern er eine Entwicklung durchgemacht hat, auch mit seiner eigenen, also mit der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, mit den Eltern, parallel zu diesen, oder mit der Geschichte des Landes? Ja, also, oder ist es nicht so eindeutig? Das muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich jetzt nicht beantworten. Nein, nicht gearbeitet, glaube ich. Ja. Das hat er ja so nicht, der hat es ja nicht so aufgeschrieben oder so, dass man es jetzt. Ja. Ja. Aber was ich noch vielleicht ansprechen möchte, was der Professor gesagt hat, worum geht's in diesen Konflikten um Domenik? Worum geht's auch immer in der Architektur? Und das versuche ich auch hervorzuheben. Es geht um Machtpositionen. Ja? Und es ging, und es ist das Hüttenberg besonders spannend, weil wir hier eine Verbindung zwischen
alt, zwischen 19. Jahrhundert Industriearchitektur haben und zwischen Architektur des 20. Jahrhunderts. Und da sind diese Hochöfen, das möchte ich wirklich sagen, in der Bauweise erbaut von der Familie Rauscher, eine Bergbauunternehmerfamilie, die Kompanie Rauscher. Die haben diese Türme mit, wenn sie rausschauen, dann mit Zinnen begrenzt. Das schaut aus wie ein Kranz, wie eine Krone aufgesetzt. Und das haben die Rauscher sich selbst aufgesetzt, um in der Hierarchie ihre Dominanz zu zeigen. Sie waren oben, sie waren tonangebend in diesem Raum. Und unten, wo eben diese Ofensau, also die Landesausstellung hieß ja Grubenhund und Ofensau, wo diese Ofensau liegen geblieben ist, ja, da unten haben die Arbeiter gebuddelt und die haben Ende des 19. Jahrhunderts noch 58 Wochenstunden gearbeitet unter schwierigsten Bedingungen, worauf dann eben im 20. Jahrhundert dann die Arbeiterbewegung auch gegeben hat und die Streiks und so weiter. Ja. Und bei Günter Domenik und bei dieser Auseinandersetzung, man muss ja denken, die Bevölkerung in diesem Raum ist ja, hat sich ja fortgepflanzt sozusagen, ist eine andere Generation gewesen, aber es war immer die örtliche Bevölkerung. Und bei Domenik geht es natürlich auch um Machtpositionen. Es geht hier sicher um Politik. Sie haben ja eben jetzt Heider angesprochen direkt. Und es ist ein Wirrwarr an politischen Auseinandersetzungen oder Diskursen. Also es ist sehr schwierig, da eine Linie festzustellen, weil es waren die Parteien, es waren die SPÖ, die ÖVP, die waren immer, einmal war der eine gegen den anderen. Dann ging es um, wer hat welches Referat, wer hat das Kunst- und Kulturreferat im Land, wer hat das Baureferat. Also zum Beispiel Kunst- und Kulturreferat war da in den 90er Jahren Ambrosi, das Baureferat war Haider. Der eine hat den anderen beschuldigt, dass er eben nicht für die, die haben den Haider beschuldigt, dass er nicht, er keine Straßen baut und für den Straßenbau nichts macht, und der Haider hat ihnen vorgeworfen, dass die anderen eben für Kunst und Kultur nichts übrig haben. Und das ist eben ein Hin und Her, und Domenik weiß von diesen Vorgängen und er bezeichnet es auch als ein Wirrwarr-Spiel in der Politik, verwendet auch noch andere Termini, die mir jetzt nicht so automatisch einfallen. Aber er weiß davon und er sagt auch, sie sollen da endlich einmal eine Ruhe geben und sich besinnen. Es kommt dann neben der Landespolitik dann natürlich auch noch die örtliche Politik dazu, wo es auch um die Machtposition des Bürgermeisters hier geht. Der Bürgermeister war auch also von der SPÖ, der Landeshauptmann damals war von der ÖVP. Also es geht auch um die Definition der Macht des Bürgermeisters, ja, er will natürlich auch bei der nächsten Wahl an der Spitze bleiben und so weiter. Und da geht's bei diesen ganzen Skandalen, die es ja da gegeben hat, also Konflikten und Skandalen, um die Skandalierten. Es war einmal der Bürgermeister, der Skandalierte, und andererseits war dann wieder der Domenik, der sich ja da bei der Eröffnungsrede gegen den Bürgermeister gestellt hat. Es ist übrigens, falls Sie noch einmal herkommen, unten dieses Fernsehprogramm, also unten im Parterre, ja, ist eben ein Fernseher, und da werden alle Aufnahmen vom ORF zu dieser Zeit gezeigt, und da spricht Domenik sehr gut. Sie sehen die Politiker, Sie sehen Domenik selbst, also das ist sicher äußerst interessant, wenn man sich das anhört, und das kann man sich auch längere Zeit hindurch anhören. Also, ja. Gibt es noch Fragen? Ich würde gerne noch etwas anmerken zum Thema Wahrnehmung von Architektur, warum ich das früher im Kontext von Domenik angesprochen habe. Du hast es auch schon erwähnt in deinem Eingangsstatement. Wenn wir uns gewisse Zeiten ansehen,
dann sind sie in der Wahrnehmung abgerutscht in den letzten Jahren und da gibt es dann einen medialen Diskurs darüber, der sehr oberflächlich ist. Du hast auch schon den Begriff des Schirchen erwähnt. Ich finde das immer wieder sehr gut, genau diese Gebäude anzusehen, die in der öffentlichen Wahrnehmung als Schirch oder als heruntergekommen oder als in die Jahre gekommen auftauchen. Das ist so der erste Hinweis darauf, dass man sich mit diesen Bauten auch irgendwie näher beschäftigen könnte. Und in den meisten Fällen kommt man dann auf sehr spannende Geschichten, vor allem wenn es darum geht, dass Fassaden abblättern, dass der Putz abblättert und so weiter. Und allein wenn die öffentliche Wahrnehmung von Bauten offener wäre, also man wirklich nur über die Gebäude auch urteilt, in denen man selbst drin war, und deswegen auch sehr schön, dass wir heute diesen Weg durch die Heft auch angetreten sind im Zuge deiner Performance, deiner Lecture, weil genau darum geht es, also auch über nichts zu schreiben, was man nicht von innen gesehen hat, weil Architektur eben nicht von der Oberfläche aus beurteilt werden kann. Und das ist so mein Eindruck, das passiert ganz oft und das passiert derzeit gerade sehr stark, wenn wir über die Architektur der 60er und 70er Jahre sprechen. Das passiert noch nicht so stark dann in den Jahrzehnten darauf, weil die Gebäude noch nicht so oft im Sanierungsalter angekommen sind. Nur genau die Zeit, in der auch Domenic sehr aktiv war, kommt jetzt in diese Sanierungsphase und hier mit einer grundsätzlichen Offenheit dem gegenüberzutreten, das wäre ganz wichtig, auch wenn wir über Themen wie Klimawandel nachdenken, Ressourcen, dann ist das der erste Schritt, also die Wahrnehmung so zu schärfen und eine Offenheit dem gegenüber auch, also den Gebäuden gegenüber auch zu entwickeln, die ganz wichtig sein wird, um dann in weiterer Folge vielleicht wieder auch proaktiv Konzepte zu entwickeln, wie es eben Domenic mit seinen eigenen Projekten zum Teil gemacht hat. Also das Steinhaus ist eine Aufgabe, die er sich selbst gestellt hat, und in diesem Sinne könnte man auch diese Idee aufnehmen und bei Gebäuden, die vielleicht eben keine gute Presse haben, nochmal hinzuschauen, du hast das Hallenbad schon erwähnt, und zu fragen, wie wäre es denn vielleicht doch möglich, diese Gebäude zu erhalten im Sinne von Ressourcenschonung mit Blick auf die graue Energie. Also das noch so als Anmerkung zur Wahrnehmung und zu Dingen, die vielleicht auf den ersten Blick als provokant erscheinen könnten. Deswegen habe ich dann auch nochmal die Lederhosenarchitektur erwähnt, die eben vor allem in Kärnten in Bad Kleinkirchheim zum Beispiel steht und die zu sehr starken Reibungen geführt hat. Die Frage ist, warum führt das zu Reibungen? Es ist da und wir müssen irgendwie damit umgehen. Das wäre doch so eine Anmerkung zur Wahrnehmung. Gibt es denn ein Konzept für die Nachnutzung zu dieser Ausstellung? Also das war so, als wir hierher kamen und über das Görtelstal gearbeitet haben, da haben wir keinen Schlüssel für diesen Raum gekriegt. Ja? Und jetzt ist ja die Frage, wird es wieder ein Lost Place so ungefähr, oder gibt es Möglichkeiten, dann jetzt diese Räumlichkeiten zu nutzen? Eigentlich müsste man jedem einen Schlüssel in die Hand geben, um das nutzen zu können. Ja? An dieser Stelle wären da verschiedene Möglichkeiten denkbar. Ja? Ja, es ist die Frage ist ja die Aneignung von solchen Orten. Also wenn man will, dass diese Orte genutzt werden, dann muss ich irgendwie ein Konzept, wie auch immer, entwickeln, dass man da hier weitermachen kann. Ja, gibt's das schon? Oder? Es ist gerade in Ausarbeitung, also wir sind dabei, dass wir ein Nachnutzungskonzept gemeinsam überlegen. Und ich bin ja mit dafür, dass man jedem den Schlüssel in die Hand gibt, sondern es muss verwaltet werden. Und da werden wir uns als Architekturhaus gemeinsam mit den Kuratoren und mit der Valerie einsetzen, dass es eben ein Nachnutzungskonzept gibt und dass es zugänglich ist dann für die Bevölkerung, dass man Sachen machen kann. Aber ich würde es nicht jedem in die Hand geben, weil dann entstehen sehr viele Schäden am Gebäude, weil keiner dann wirklich aufpasst. Also man muss schon irgendwie, es muss einen Verantwortlichen geben, weil das war ja auch das Problem der letzten Jahre in der Gemeinde. Es hat niemanden gegeben oder aus der Region, der sich darum gekümmert hat. Man muss ja dann schauen, dass der Strom funktioniert. Wenn etwas kaputt ist, muss es repariert werden. Es braucht ein Budget. Und da sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten und eben auch dem Land Vorschläge zu machen. Aber dazu muss man auch sagen, braucht es ein Budget. Also ohne Budget werden wir nicht. Aber das ist eine Art Kulturzentrum dann hauptsächlich. Ja, was es dann ist, das wissen wir noch nicht. Das erarbeiten wir gerade und wir experimentieren ja auch mit einigen Sachen. Was super jetzt funktioniert hat, ist eigentlich, dass wir Universitäten eingeladen haben, und da kann aber eh die Valerie mehr dazu sagen, also dass man so International Summer School etabliert, dass man wirklich auch weltweit Universitäten einlädt, dass sich Studierende hier treffen, was ausarbeiten, oder Artists in Residences. Also es gibt mehrere Ansätze, aber dazu braucht es halt ein Budget. Aber man liegt, na, uns braucht auch einen Diskurs, ja, Entschuldigung, ja.
ich habe zwei Sachen zu sagen. Das eine davor noch kurz an, und das ist aber gehört da dazu, über das, davor haben wir geredet über das Selbstverständnis vom Architekten und dann sind diese ganzen politischen Ebenen reingekommen. Und also das Nürnberger politische Statement ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren, das ist klar. Aber ich glaube, weder das Steinhaus noch die Hefte sind politische Statements. Dass Politik beim Bauen leider mitspielt, das hat mit Budgets zu tun und das hat mit anderen Dingen zu tun. Aber ich glaube, das hat nicht viel mit den Zielsetzungen des Architekten zu tun. Es gibt etwas, das hat der Domenico, da gibt es ein wunderschönes Diagonal, gab es vor ungefähr einem Monat. Das wird auch auf unserer Online-Plattform dann zugänglich sein. Und das ist zusammengeschnitten auch aus alten Sendungen, wo der Domenic schon in den 90er Jahren gesprochen hat, live sozusagen, also zum damals aktuellen Geschehen. Und was ganz klar rausgekommen ist, war, dass es ihn eigentlich nicht interessiert hat zu provozieren. Das ist, war etwas, das nebenher passiert ist. Ihm ist es eigentlich darum gegangen, etwas Neues hervorzubringen, und da ist er auch sehr präzise gewesen, dass er gesagt hat, ihm ging es nicht darum, dass er jetzt neuer ist als alle anderen oder in Bezug auf andere, sondern für sich selbst. Das war eine eigene Beschäftigung, und ich glaube, dass das sehr oft bei Architektinnen so ist, dass es eigentlich um ein eigenes Interesse, um ein persönliches Vorantreiben der Disziplin geht. Und dass das dann politisiert wird, das ist ein anderes Problem. Aber, und das ist ein Problem, über das man reden muss. Aber ich finde schon, dass es auch wichtig ist, dass man es trennt. Dass die Haltung des Architekten nicht unbedingt immer eine ist, die jetzt unbedingt gerne provoziert, weil das ist ja auch energieaufreibend und anstrengend, wenn man sich dem die ganze Zeit stellen muss. Und Menschen, die eine starke Persönlichkeit haben, wie, um jetzt nicht immer nur Männer zu nennen, aber auch wie eine Zaha Hadid zum Beispiel, die kann sich einer solchen Provokation stellen und kann den Stand halten. Und was einfach oft immer weniger passiert, wenn man sich diesem Druck, egal ob es jetzt ein politischer oder ein finanzieller ist oder ein sonstiger ist, nicht stellt, ist, dass man halt mittelmäßige Architektur produziert, die dann halt vielleicht einfach nur noch ein Gebäude ist und keine Architektur mehr. Und was schon unglaublich hier ist, ist auch die Qualität, wie das gebaut wurde. Nicht nur der Entwurf, sondern auch, ich meine, hier hat es jetzt 10 Jahre lang reingeregnet und es schaut wirklich toll aus dafür. Also ein anderes Gebäude überlebt sowas gar nicht. Und in der Hinsicht bin ich immer wieder erstaunt, wie kurz der Horizont ist in Bezug auf eine Beurteilung von Baubudgets und Kosten und so weiter. Da wird immer nur, also eigentlich muss man sowas schon über einen Jahreshorizont von 30 Jahren oder einen Zeithorizont von 30 Jahren oder sowas rechnen. Ansonsten landet man irgendwo, und das ist auch eine Frage, will man das als Europa, als ein Land, das wirklich eine solide, auch historisch fundierte Bausubstanz vorweisen kann, will man irgendwo hin, wo man dann Gebäude baut, die eine beabsichtigte Lebensdauer von 30 Jahren haben, so wie in China beispielsweise, wo alles so schnell und rasch und billig gebaut wird, dass man es aber dann wieder, dass das wieder zusammenfällt in 10 Jahren. Ist das etwas, wo wir hinwollen? Also ich habe das europäische Baukunstverständnis nicht so verstanden. Also es ist eigentlich schon eine große Qualität, dass noch immer diese Kirchen stehen, auch aus der Romanik zum Beispiel noch, die ja, ich war gerade gestern in Hartberg und da gibt es eine romanische Dorfkapelle und man ist eigentlich völlig verwundert. Das ist wie ein Wunder, dass man so etwas heute noch besichtigen kann. Und in diesem Sinne ist es, glaube ich, wichtig, dass es weiterhin starke Architektinnen gibt, die sich gegen etwas, was oft kurzsichtige Einsparmaßnahmen oder kurzsichtige vermeintlich geht es dann um irgendwie eine effiziente Verwaltung von öffentlichem Geld und so, aber es ist wirklich wichtig, dass man sich die Frage stellt, auf welchem Zeithorizont ist das gedacht? Und die Zeithorizonte werden immer kürzer. Das finde ich sehr, sehr wichtig, einfach aus der Position der Architektur heraus, dass man diese Politisierungen auch in der Politik lässt, weil dort gehören sie hin und das ist auch richtig, dass die stattfinden, aber es hat nichts mit der... Ich finde das auch unfair, dass man nur, weil der Domenic einfach jemand war, der ab und zu die Goschen aufgemacht hat, dass man ihm jetzt das vorwirft, dass er immer provozieren wollte. Er wollte Architektur machen, glaube ich. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt war dann mit der Architektur, die eben eine wirkliche Architektur ist, dass es auch mit der Nachnutzung wichtig ist, dass das nicht... dieses Haus hier ist ja super, weil es wirklich alles zulässt. Von einem Christkindlmarkt über... was auch immer, bis zu einer Kunstausstellung. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass das Haus
wenn man es Haus nennen kann, weil das ist irgendwie ein Gelände, auch in einen Diskurs hineinkommt. Und auch im österreichischen Architekturdiskurs ist die Heft das Gebäude von Domenic, das am unterbewertetsten ist von allen. Obwohl es die Voraussetzung dafür war, dass Nürnberg überhaupt entstehen hat können, weil er wurde eingeladen, weil die Publikation von der Heft in Nürnberg gesehen wurde. Das muss man sich erinnern. Und ja, ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass es internationale Unis und KünstlerInnen involviert werden und dass ein Gespräch generiert wird um die Heft. Und das muss nicht andauernd sein, das muss nicht das ganze Jahr sein. Das reicht, wenn es immer wieder solche Aktivierungen gibt und solche Besprechungen und auch solche Momente wie jetzt, wo ich sage jetzt mal Expertinnen oder Leute, die ein bisschen eine tiefere Beschäftigung mit einer bestimmten Materie haben, darüber sich austauschen. Und dann wiederum kann es natürlich für alles offen sein, was auch völlig transferorientiert ist und so, aber es ist ein bisschen zu wertvoll dafür, dass man sich darüber nicht unterhält und sich daran nicht treibt, würde ich sagen. Aber was haben die Menschen hier im Ort davon, wenn einer International Summer School kommt und die Gebäude nur so über sie redet und über ihr Gebäude redet und sie keinen Zugang zu diesem Gebäude haben? Also warum kann man hier nicht für die Jugend aus dem Görschitztal einen Techno-Rave oder irgendwas richtig Cooles machen? Kann man auch. Es geht darum, was das geht. Es braucht riesige Budgets. Und diese Budgets müssen politisch aktiviert, also es muss eine politische Aktivierung geben. Aber es wird die ganze Zeit nur darüber geredet, wir wollen international Leute hierher holen, aber warum geht es nicht auch darum, mit den Leuten hier im Tal irgendwie in den Diskurs zu treten? Und das machen wir ja auch schon. Das geht auch. Wir sind ja sehr intensiv in Kontakt und wir schauen ja, die Heft ist ja jetzt von Dienstag bis Sonntag zugänglich, von 10 bis 18 Uhr, das hat es ja auch nicht gegeben. Also es kann jeder reinkommen, wir haben auch die Gemeinde eingeladen, dass sie Veranstaltungen hier machen können. Und wir planen ein Rave, wir planen das noch. Also, aber dazu braucht es Genehmigungen, Sicherheitskonzept, Fluchtwegsplanung. Das ist ganz viel, das klingt so einfach und so leicht, ist es aber in der Umsetzung nicht. Und du brauchst dann auch Personal, das da ist und das muss gezahlt werden, du brauchst ein Sicherheitskonzept. Also das sind wirklich Sachen, die rundherum passieren müssen, damit es dann möglich ist. Und wir wollen ja nicht, dass ein UFO landet oder nur von auswärts Leute kommen, sondern dass es einen Austausch gibt und das hat es auch schon gegeben. Die Valerie war jetzt viel da und hat die Leute da kennengelernt, die waren dann bei der Eröffnung, die sind mit der Partnergemeinde gekommen. Also da ist wirklich ein Austausch passiert und die sind alle stolz und sehr froh, dass es offen ist, dass es zugänglich ist, dass sie herkommen können und sie kommen auch immer wieder. Weil es sind jetzt auch wirklich Arbeiten oder der Audioguide. Es ist ein Audioguide entwickelt worden, wo man wirklich nachhaltig das kann bestehen bleiben. Wir sind in die Tourismusregion eingebettet. Die Wanderwege, die Volksschule, Wanderwege führen vorbei, die Radlwege. Also es ist wirklich versucht worden, das einzubetten. Zur langen Nacht der Museen wird es einen Shuttle geben, wo es eingebettet ist, auch ins Ganze. Also, aber das ist was man dann auch zum Nachnutzungskonzept erzählen kann. Das ist super toll. Das machen wir eh. Nur es braucht halt dann mehr. Wir müssen das ja mit einem Budget hinterlegen. Wir können nicht sagen, wir wollen es jetzt nachnutzen. Wir brauchen ja dann ein Budget auch. Und dann muss man mit konkreten Zahlen und Ideen dann halt zur Politik gehen und das einfordern. Die Quadratmeter sind groß. Ihr könnt das ungefähr schätzen, wahrscheinlich, wie viele Quadratmeter das sind. Und nur eine kurze Kontrastgeschichte. Die Einwohner dieses Ortes sind 12. Das heißt, du kannst kurz mal ausrechnen, wenn die Einwohner der Heft hier was machen, dann hat jeder irgendwie 100 Quadratmeter oder noch mehr oder 200. Aber also das ist natürlich, Hütten, also das haben wir auch gesagt, bei der Eröffnung war das einer dieser Sätze, es sollen wieder hier von den Hüttenbergern Feste gefeiert werden. Aber das allein ist zu wenig, um das Haus ein Jahr lang oder über Jahre hinweg zu füllen und ein Interesse dafür zu generieren. Und es ist auch, es bietet einfach mehr an. Aber natürlich, ich meine, davon geht man sowieso aus, dass es für die Leute vor Ort zur Verfügung gestellt wird. Schön wäre es halt, wenn von der Region oder vom Ort jemand kommt und sagt, wir würden das gern wieder betreiben. Das wäre ja schön, wenn es das gäbe. Ist es ja eben das Problem mit dem Land und mit der Bürokratie und mit diesen ganzen Hindernissen. Das ist es eigentlich gar nicht. Und wenn es im Privat oder... Nein, das finde ich, das ist es gar nicht. Es braucht Personen, die das machen. Wenn es mit Personen, die verantwortlich sind, die das mit Herzblut machen, wenn es die Personen nicht gibt, dann passiert auch nichts. Und wenn man will, dann findet man Wege und wenn man es nicht will, dann findet man Ausreden.
Ja, und wenn wir jetzt schauen und der Liste hernehmen, welche Personen an Hüttenbergern, Knappenbergern und so weiter sich das jetzt, diese Wiederbelebung angeschaut haben und wer da war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nur ich habe es nicht mitgeschrieben, aber es waren sehr wenige Hüttenberger da. Also das Interesse, auch bei der Eröffnung, es waren wohl einige da, ich habe eh Leute getroffen, aber es waren sehr, ich habe denn also wesentliche Akteure im Raum waren nicht da. Ja, also das muss Interesse. Man mehrere Veranstaltungen machen und das Aufbrechen, die Grenzen aufbrechen, damit immer mehr Menschen kommen, damit sie ein Vertrauen finden. Aber dazu braucht es eine kontinuierliche Bespielung und Personen, die da sind. Ja. Und wenn man da ist, dann kommen die Menschen auch von selber. Ja, und man muss auch sehen, dass es wirklich eine Geschichte gibt zu diesem Ort, die leider eine traumatisierte ist. Und die wir jetzt versuchen zu überschreiben. Aber diese Geschichte gibt es. Und deshalb gibt es auch diese. Also, ich sehe das eben auch nicht wie ein Ufer, das von außen landet und sich diesen Ort aneignen will und den Leuten weg. Im Gegenteil, das ist eine Unterstützung, um dieses Trauma aufzulösen. Weil dieses Trauma ist, das kam genau aus dieser Geschichte, deshalb wollte ich das davor dazu sagen, mit dieser Person des Architekten und diesem provozieren, dass einem aufgeladen wird. Ich glaube nicht, dass beim besten Willen war das sicherlich nicht Domeniks Absicht, dass er mit dem Durchbringen dieses Bauprojektes dann diesen Grund politisch irgendwie verbrennt für immer. Das wollte er sicher nicht. Es gibt Interviews, wo er sagt, dann machen wir nichts. Aber ihm ist es darum gegangen, diese Ruinen zu schützen. Da gibt es ganz viele Interviews, wo das ganz klar rauskommt, dass er gesagt hat, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht was Gescheites, oder man lasst das in Ruhe, weil ansonsten passiert es, dass man die Ruinen kaputt macht. Und ihm ist es wirklich um die Sachen, um die Architektur, um die Wertigkeit des Ortes gegangen. Und das dann nebenher eben, ich meine, das ist ja eine ähnliche Geschichte wie mit der Elbphilharmonie oder mit 100.000 anderen Projekten, wo dann plötzlich, meistens aus budgetären Gründen, muss man auch ganz klar sagen, riesige politische Geschichten entstehen, die dann gar nicht mehr aufzubrechen sind und die eigentlich wirklich dann dem Ort und der Bevölkerung was wegnehmen, weil es war ja 20 Jahre hier. Also man hat es ja nicht, also es wäre ja möglich gewesen, aber es war nicht mehr möglich, weil das ja wie ein Traum ist, also wirklich. Ja, der Ort ist dann ein Unort geworden aufgrund dieser Konfliktlage und jetzt zu sagen, ich gebe jetzt einfach verschiedenen Leuten den Schlüssel, ist eben das eine, aber das andere ist zu sagen, man löst es sicherlich und man schafft dafür dann auch andere Möglichkeiten, ja, dass ich eben Menschen aller Generationen auch reinbringen kann und dass ich auch aber dafür ein anderes Bewusstsein dann schaffe. Und also ich, für mich schließt sich die Frage mit der politischen Haltung und des Bauens und der Wirkung nicht ganz aus, weil eben gerade diese Überlegungen mit, ich schaffe auch Formen von Ästhetik und die haben wieder eine Auswirkung, das hat man ja in vielen Fällen, das meinte ich vorhin auch mit der Schule, wo dann gegenseitig einfach diese Sprache nicht verstanden oder gesprochen wird. Und dann hatte der natürlich eine politische Haltung und die war den anderen auch bekannt und die schwingt dann da auch mit, ja. Aber man kann das nicht immer erklären. Manchmal kommt es einfach zu so einem Konfliktfall und in dem Fall ist es völlig verrückt, weil es dann 20 Jahre zum totalen Stillstand führt, ja, sodass dann wirklich gar niemand mehr irgendwie reinkommt. Und das ist ja eigentlich sehr, sehr skurril, gerade in so einer Gegend, wo das ja durchaus, auch wenn es schon nicht so viele andere Sachen gibt, auch gerade für junge Menschen oder junge Erwachsene auch total interessant sein kann, wenn hier auch mal ein internationales Publikum dazukommt. Ja? Also wenn die nur kommen, dann wäre das auch bedauerlich, natürlich. Aber wenn man dann darüber quasi im eigenen Ort in Austausch kommen kann, ist es wieder super interessant. Und zu der anderen Frage der Biografie, wir haben jetzt über die persönliche Biografie ja eigentlich noch gar nicht gesprochen, sondern über die Frage, wie drücke ich mich aus in Bauen oder in Planungen oder in Entwürfen, aber eben nicht, was bedeutet es auch, bestimmte Dinge aushalten zu können und so eine Stärke, also ich meine, das ist ja schon so eine Eigenschaft auch des Architekten, das sage ich jetzt extra die männliche Form, so ein bisschen so, ich bin so der Welterklärer, das kann man auch aus dieser, also gerade diese Generation, das kann man aus heutiger Sicht auch extrem problematisieren. Und diese enorme Stärke zu haben, hat ihn ja persönlich auch enorm was gekostet. Ja?
Also nur Stichwort Alkohol oder solche Dinge, ja, da musste das ja, hatte das versucht, anders aufzufangen. Und dieses Abarbeiten, also dass in ihm irgendetwas wahnsinnig reibt, das drückt sich aus meiner Sicht schon aus. Also das ist die Frage, kann man jetzt hier auch etwas davon spüren oder nicht? Oder nur im Steinhaus oder an anderen Orten? Unser Hadid, die hat es sicherlich auch viel gekostet, ja, diese enorme Einsatz. Und es ist ja so, dass Sahadi zum Beispiel jetzt, nur weil ich das davor jetzt erwähnt habe, dass es da ja wirklich Themen gibt, die man auch moralisch hinterfragen muss. Ich weiß nicht, die Arbeitsverhältnisse auf Baustellen in Baku zum Beispiel und solche Dinge. Ja. Und das ist ja auch wichtig, dass man darüber redet und dass solche Sachen auch thematisiert werden. Aber es ist natürlich auch interessant, darüber zu sprechen, dass das eine vielleicht ein... Also das hat man jetzt auch schon ganz schön sehen können, finde ich, dass die Perspektive der Architektinnen dann auch mitunter noch einmal ja einen anderen Hintergrund reinbringt, warum man zu bestimmten Entscheidungen kommt, etwas so und so zu bauen. Die andere ist diese gesellschaftspolitische Dimension und dann auch noch dieses biografische Moment. Also es sind eigentlich ganz viele verschiedene Facetten, was eigentlich insgesamt, so würde ich das zusammenfassen, ja eher bestärkt, dass wir weiterhin in diese Richtung auch denken und forschen, auch zusammen, weil man dann eben auch zu unterschiedlichen Punkten kommt. Ja. Was wir vielleicht als politischer betrachten, ist in dem Fall, ist aus einer anderen Perspektive wieder differenzierter zu sehen. Und aber mit diesem Miteinander sprechen und auch hier den Raum, und es war auch die Idee ja jetzt des heutigen Mittags, in dem Raum Diskurs stattfinden zu lassen und auch theoretische Impulse, aber eben auch darüber nachzudenken, über solche Themen, das wäre sicherlich etwas, was dann hier auch in dem politischen Sinne des anders füllen könnte, sowohl für ein internationales als auch für ein ganz lokales Publikum. Ja. Kann ich nochmal eine sachliche Frage stellen, und zwar, weil jetzt von dem Trauma die Rede war, die jetzt hier für die lokale Bevölkerung durch die quasi durch die Architektur von Domenik aufgekommen sei. Was war denn jetzt, ab wann war denn die Heft nicht mehr genutzt? Ich weiß von Frau Peinhopf, dass in den 40er, 50er, 60er Jahren die Hüttenberger Bevölkerung hier noch verschiedene Veranstaltungen gemacht hat. Ab wann war es denn hier tatsächlich tot? Das wäre meine eine Frage. Und war es nicht vorher schon auch ein verlorener Ort, der irgendwie eigentlich nicht, es wäre meine Überlegung, der schon nicht so sehr genutzt wurde und nicht so im Gedächtnis war, weil die Leute, die hier gelebt haben, einfach andere Probleme hatten, weil sie ihre Arbeitsplätze 1978 verloren haben und vielleicht das auch ein Teil des Traumas ist und man dann nicht irgendwo sich überlegt, was machen wir hier mit diesen tollen alten Gebäuden, die hier noch rumstehen. Ja, also wenn wir heute immer wieder von Krisensituationen sprechen und eine Krise jagt die andere, wir wissen, wo wir jetzt sind, dann war das, wenn man die Geschichte des Hüttenberger Bergbaus verfolgt, nicht anders. Eine Krise jagte die andere. Wir hatten einen Aufschwung, also wirtschaftlich gesehen, dann eben wieder eine Rezession und so weiter. Also es war sehr schlimm. Es wurden die Hochöfen, der letzte 1908, ausgeblasen, sagt man. Und es wurde das Bergwerk, der Bergwerksbetrieb 1978 eingestellt. Und das war natürlich der Niedergang des Ortes, wo bei mir Menschen jetzt Lebende erzählt haben, dass der schlimme Niedergang erst seit 5 Jahren hier zu beobachten ist. Da müsste man auch darüber nachdenken. Aber 1978 war sicher wichtig für die Gegend. Und es war ein markanter Einbruch, also Bergbau zugesperrt. Es waren ja, wie gesagt, im 19. Jahrhundert noch 1660 Knappen hier beschäftigt. Und diese Hochöfen sind dann auch verfallen, auch schon in der Zwischenzeit verfallen gewesen. Es wurde dann das Schaubergwerk in Knappenberg eröffnet, 80. Und da hat man sich dieser Hochöfen entsonnen und es ist das Bundesdenkmalamt gekommen und hat mit der Restaurierung begonnen, die sich sehr wohl gerichtet haben nach dem
Alois, glaube ich, Riegel, den Vater des Denkmalschutzes und auch der Charta von Venedig. Und die Charta von Venedig, die sagt in einem Zusatz, da geht es um Zubauten zu Industriedenkmälern, zu überhaupt Denkmälern, dass Zubauten nur geduldet werden können, wenn die Umgebung respektiert wird. Und das hat genau Domenik mit seinem Zubau gemacht. Er spricht selbst, und das finde ich sehr interessant, von seinem Respekt vor den toten Steinen. Denn er sagt, denn sie erzählen Geschichten, die meine Architektur nicht erzählen kann. Das sagte er damals. Ja, und dann bin ich jetzt zu lang. Nein, ja, und aber es gab ja diesen Anbau, ich glaube, den Leuten von Hüttenberg, ja, soweit ich das jetzt, aber das sind so lokale Geschichten, die mir einfach nahegetragen wurden, denen ging es sehr darum, dass in den, weiß ich nicht, in den 60er Jahren dürfte das Gebläsehaus, da aber jetzt der Eingang ist, das wurde zu einem Ballsaal. Ja, umgebaut. Ja, schon vorher. Ja. Genau, ja. Und das haben sie sehr intensiv genutzt. Das war nur ein Raum, und der aber für diese Dorfgemeinde sehr wichtig war, weil sie da immer wieder hingehen konnten und ihre Feste gefeiert haben. Und das ist auch gemeint, wenn wir sagen, die Feste sollen wieder gefeiert werden. Und dieser Raum, der wurde ihnen dann sozusagen 95 entzogen. Also so ist die Wahrnehmung des Dorfes. Das ist dieser Verlust dieses einen Raumes. Und dann, so ist es mir von den Leuten hier in der Bar nahegetragen worden, sozusagen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es einen Ort gab, so wie ein, das ist ja wie ein Dorfplatz, ein überdachter sozusagen, wo man sich zusammenfinden kann und gemeinsam Feste feiern kann. Und Feste feiern ist wichtig für ein Dorf. Und das hat es jetzt nicht mehr gegeben. Und dann gab es diese Landesausstellung und dann lauter Nachnutzungsvorschläge. Aber nicht, dass man irgendwie einen Raum entkoppelt und diesen einen Raum auch nur für bestimmte Veranstaltungen dem Dorf zurückgibt. Es gab immer Ideen, wie man das Ganze anders bedient. Es gab einmal einen Weihnachtsmarkt hier herinnen, der von Hüttenberg und weiß nicht genau von welchen Gemeinden, aber also von hier organisiert wurde, und der hat auch eigentlich allen sehr gut gefallen, oder da haben sie sich auch wohl dabei gefühlt. Und dann gab es einen Event, sein Spargelessen. Spargelessen. Und das war auch so aus der Initiative von hier heraus. Und das sind lauter so Veranstaltungen, wo sie sich dann wohlgefühlt haben. Aber dieses Mineralmuseum, dann auch die Biennale Austria und so, das haben sie zwar mitverfolgt, aber da wurden sie auch nicht integriert. Da wurde ihnen auch nicht der Platz gegeben, dass sie da unter Umständen zugreifen können. Und das ist eben, glaube ich, das, was in dem Vorschlag, der von uns dann am Ende dieser Ausstellung rausgehen wird, unterschiedlich sein wird, dass das wirklich multidirektional geöffnet wird und auch im Sinne des Titels der Ausstellung dimensional, dass es nicht nur eine Dimension gibt, sondern einfach mehrere. Und das ist auch, das meinte ich davor mit dem international dazu, nicht? Also auf jeden Fall lokal. Und dann, es ist auch ein Projekt, das nicht nur, es muss lokal getragen werden, es muss regional getragen werden, es muss vom Land getragen werden und es muss vom Bund getragen werden. Ansonsten geht das nicht. Und wenn alle gemeinsam zusammenhelfen, dann glaube ich, kann das funktionieren. Das wäre auch das politische Moment, genau, das so weiterzubringen. Und nicht zu sagen, also, und auch so einen Begegnungsort politisch aufzuhängen, ja? Und zu sagen, wir leisten uns das als Gesellschaft und nicht wir schließen das oder schließen das aus, aber das muss man zuerst politisch auch durchsetzen. Weil wenn dann einzelne Teile verpachtet werden für, keine Ahnung, 1000 Euro am Abend, weil jemand denkt, man muss halt damit für die Gemeinde irgendwie Geld verdienen oder so, dann hat man halt ein Riesenproblem. Ich kenne das auch aus anderen Zusammenhängen auch, ja. Ich rede irgendwie theoretisch was dann über Begegnung und bla 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 und die anderen verpachten mir den Raum dann. Und das funktioniert natürlich nicht. Ja, sondern das muss halt dann ein Bekenntnis, und deswegen braucht diese politische Dimension, dass man das so nutzen will. Und das, ja. Ach so, ja, natürlich. Na, danke. Ich möchte Sie bitten, dass Sie vielleicht einen kurzen Blick auf diesen Träger machen, der dort an die alte Mauer stößt. Lukas hat von Lederhose gesprochen. Meine Tante war Schneiderin.
die Fläche, die dieser Stein, und der ist ja nachgesetzt worden, die alten Steine sehen Sie noch, und hier sehen Sie einen neuen Stein, der bewusst ausgesucht wurde. Und der hat etwa die Größe einer Lederhose. Was will ich sagen? Und da haben Sie ein Statement unten schon gesetzt. Sie haben gesagt, der Architekt spricht ja nicht durch seine Worte, sondern durch die Dinge, die er in die Welt setzt. Und die Dinge, die er in die Welt gesetzt haben, hat die Domänik in die Welt gesetzt und sprechen heute noch mit. Und wir müssten uns mehr damit beschäftigen, mit den Atmosphären. Wenn Gernot Böhme von Subjekten und Dingen spricht, und wenn Gernot Böhme davon spricht, dass die Atmosphäre ein Medium sind, oder Atmosphären sind Medien, die zwischen Subjekten und Dingen sich ergießen, dann haben wir hier einen Blick auf eine Lederhose, die, wenn ich das jetzt als Baumeister sehen würde, noch viel eleganter gelöst wäre. Sie sehen ja, dass dieses Stahltragwerk für sich steht. Dass das Stahltragwerk selbstbewusst für sich steht und diese Wand und diesen Riesenstein ja gar nicht braucht. Und noch eleganter wäre es gewesen, wenn er diesen I-Träger ein paar Zentimeter weg von der Wand gemacht hätte und vielleicht nur mit einem Glasstück die Verbindung zu diesem glänzenden Stein gesucht hätte. Ich habe Domänik erlebt zwischen 1969 und 1982. Das waren jene Jahre, in denen ich in Graz an der Grazer Schule studiert und auch tätig war. Und bereits als junge Studenten, vor allem wir Kärntner, haben natürlich immer wieder Domänik in den Gängen begegnet. Er ist ja erst 1980 Professor geworden, aber hat natürlich die Zeichenseele genutzt, um den Kontakt zu den 70er Jahren auch in unserer Universität zu spüren. Und jedes Mal, wenn wir so als Kärntner durchgegangen sind und ihn dann gegrüßt haben, er war ja noch jung, sehr jung, hat er gesagt, ihr Gartenzwerge. Ja, ihr Gartenzwerge. Und ich habe dann jedes Mal mit einem Zwinkerer, so wie man zwischen zwei Kärntnern das macht, geantwortet und dann ist er noch grantiger geworden. Und deswegen, verstehen Sie, er hat möglicherweise zwischen 1934 und 1945 in seinen ersten Lebensjahren etwas erlebt, was wir vielleicht alle nicht erlebt haben. Und aus dieser Situation könnte man Architektur auch heraus erklären. Aber ich bitte noch einmal, und ich bin ganz bei Ihnen, dass wir uns mit ganz anderen Dingen, wenn heute Domänik zu uns spricht, dann spricht er durch seine Dinge, durch seine Objekte zu uns. Und jede Generation wird ihre Position suchen müssen, um ihn zu verstehen und ihn für die heutige Zeit zu interpretieren. Ich bin bereits Anfang der 70er Jahre auf ein lateinisches Wort gestoßen und das heißt Facies. Das ist deswegen ein interessantes Wort, nicht nur deswegen, weil die Geologen im Gailtal eine Urlandschaft gefunden haben in den Bergen. Dieses Wort Facies hat ja aber mehrfachen Sinn. Wenn Sie das Gesicht anschauen, dann haben die griechischen Philosophen bereits das Antlitz, das Gesicht, Facies, als ganz Wesentliches eines Charakters gesehen. Wenn wir lachen, wenn wir weinen, wenn wir dem Tod entgegengehen, dann ist diese Schichte, die sich hier um unseren Knochenbau, unser Hirn umschließt, eine ganz wesentliche Sache.
Und darauf möchte ich vielleicht ganz kurz hinweisen, auf das Wort Antlitz. Und das ist ja, das haben Sie nicht nur im Gesicht. Sie werden die Lehrbücher von den Zahnärzten durchlesen und die Standardbücher international müssen sich mit Facies beschäftigen, müssen sich mit dem Antlitz beschäftigen, wenn die dritten Zähne komponiert werden, so wie der Architekt. Es gibt also hier, es geht darum, immer, auch wenn ein Architekt ganz was Neues hinsetzt, so wie das Steinhaus, und wir haben alle Domenik geschätzt in den Jahren. Ich kann das nicht mehr beurteilen von 82 bis herauf, weil ich da wieder nach Kärnten und vor allem ins Gaital zurückgezogen sind. Aber es hat sich zu unserer Zeit ein Triumvirat entwickelt. Das waren drei Personen. Das ist Domenik in Klagenfurt, das ist Hocke auf Saga und das ist ein Villacher, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Aber die drei haben sich verstanden in irgendeiner Weise, weil wir sind alles Kärntner gewesen. Ich hätte nur gewünscht, dass Domenik hin und wieder aus dem Nebel von Klagenfurt herauskäme und das Licht und die Sonne des Gaitals empfände, um ein bisschen ein Lächeln in die Seele seines Selbst hineinzuspiegeln. Damit möchte ich enden. Danke. Vielen Dank. Ja, wir sind dran. Ja, vielen Dank fürs Kommen und Teilnehmen. Tatsächlich war ich vorhin schon am Ende, aber es hat sich die Diskussion, als ich vorhin wollte schon schließen, ich wollte gerade sagen, aber ich bedanke mich auch für die Beiträge, die jetzt noch gekommen sind, dass es so aufgegangen ist. Danke, dass ihr gekommen seid und euch auch so beteiligt habt. Und wir sind gespannt und werden sehen, was sich hier entwickelt und ob wir uns dann vielleicht hier in einer anderen Konstellation auch wieder sehen oder in dieser Konstellation, wer weiß. Ja, danke euch für die Einladung, Valerie Raffaela. Und einen schönen Nachmittag noch. Lukas wird.